Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Musculus, der Videoenzyklopädie für neuromuskuläre Erkrankungen. Heute sprechen wir über die häufigste aller Muskelerkrankungen, nämlich über Muskeldystrophie Duchenne. Dazu treffen wir wieder Professor Dr. Günther Bernert. Er ist Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde an der Klinik in Favoriten in Wien samt dazugehörigem Muskelzentrum und Präsident der österreichischen Muskelforschung. Lieber Dr. Bernert, was ist Muskeldystrophie Duchenne? Muskeldystrophie Duchenne ist eine sehr, sehr häufige, aber auch sehr wichtige Muskelerkrankung. Und deswegen so wichtig, weil es die erste Muskelerkrankung war, wo wir den Zusammenhang zwischen dem genetischen Fehler im Hintergrund, zwischen den Folgen und den Folgen dieses Fehlers auf die Muskulatur und letztlich dann dem Symptom, das man sehen kann, der Muskelschwäche, herausgefunden haben. Sind bei Muskeldystrophie Duchenne eigentlich nur ganz bestimmte Muskelgruppen betroffen? Muskeldystrophie Duchenne betrifft alle Muskelgruppen, aber die Muskelgruppen, die uns das aufrechte Stehen und das Gehen und das vor allem sich aufrichten ermöglichen, die machen zuerst die Symptome, weil sie natürlich auch besonders viel Kraft entwickeln müssen. Wie können eigentlich Eltern erkennen, dass ihr Kind an Muskeldystrophie Duchenne erkrankt ist? Ein Kind, das Muskeldystrophie Duchenne haben könnte, ist einmal ein männliches Kind, also ein Bub, weil es eine X-chromosomale Erkrankung ist und Buben haben eben nur ein X-Chromosom und wenn das krank ist, dann wird sich das in einer Krankheit äußern. Sie werden es daran merken, dass schon in den ersten Lebensmonaten und bis zum Aufstehen und Gehen die Entwicklung ein bisschen verlangsamt ist. Das ist sehr unspezifisch, weil das kann auch viele andere Ursachen haben. Relativ charakteristisch wird es ein wenig später, wenn Sie merken, dass die Buben im Gegensatz zu anderen Buben nicht richtig laufen können, sondern so eine Art schnelles Gehen als Laufen verwenden und sich besonders dann schwer tun, wenn sie vom Boden aufstehen müssen oder Treppen steigen müssen. Da verwenden sie dann ein spezielles Manöver, das auch einen Namen hat, von dem, der das als erstes beschrieben hat, und das Gauer-Manöver heißt, und mit diesem Manöver hilft man sich spontan, weil das wird ja nicht gelehrt oder hergezeigt den davon betroffenen Buben, sondern sie helfen damit sich selbst spontan beim Aufrichten in die Senkrechte. Wie schaut es denn mit Therapien aus, die den Krankheitsverlauf verbessern können? Wir haben sehr lange darüber geklagt und uns Sorgen gemacht, weil wir keine Therapie haben, die an der Ursache der Erkrankung ansetzt, am genetischen Hintergrund. Und haben dabei viele Jahre aber trotzdem etwas machen können, nämlich Folgen der Erkrankung und den Fortschritt und das Tempo der Erkrankung zu vermindern. Folgen der Erkrankung sind zum Beispiel beim Skelett ganz klar, wenn die Muskulatur die Wirbelsäule nicht richtig in Form halten kann, dann tendiert die Wirbelsäule dazu, sich zu deformieren und das wird dann eine Wirbelsäulenverkrümmung oder medizinisch Skoliose. Gelenke, die nicht richtig bewegt werden können oder nicht in vollem Umfang bewegt werden können, werden immer steifer. Das kennen wir auch vom Altern natürlich oder von anderen Ursachen für Bewegungsmangel. Muskeln haben wir nicht nur am Skelett im Sinne der Skelettmuskulatur, sondern auch das Herz ist ein Muskel und das Zwerchfell ist ein Muskel. Das Herz heißt, Herz- und Lungenfunktion sind von dieser Erkrankung dann auch betroffen und an jedem dieser Organsysteme haben wir Möglichkeiten, die Folge der Muskelschwäche auf die Organfunktion abzumildern und den Verlauf der Erkrankung oder der Folgen der Erkrankung, könnte man auch sagen, schrittweise zu verlangsamen. Gibt es seitens der genbasierten Therapien schon Fortschritte, die bei der Behandlung von Muskeldystrophie Duchenne hilfreich sind? Es gibt mehrere Möglichkeiten schon an der genetischen Information anzusetzen in der Therapie. Die Möglichkeit, die wir bisher nicht haben, ist das Gen, das für die Muskeldystrophie Duchenne verantwortlich ist, vollkommen durch einen Virustransfer, so wie wir es bei anderen Erkrankungen können, zu ersetzen. Das liegt daran, dass das
Gen für diese Erkrankung so groß ist, dass man es in den herkömmlichen Viren, die als Transportvehikel verwendet werden, nicht unterbringen können. Es ist zu groß dafür. Deswegen gibt es andere genbasierte Therapien, die einerseits am Ablesevorgang der falschen Information ansetzen und durch unterschiedliche Tricks aus einer großen Fehlinformation eine kleine Fehlinformation machen. Da gibt es Therapien, die sind in Europa zugelassen, andere wiederum sind in den Vereinigten Staaten zugelassen. Und wenn eine Therapie nicht überall zugelassen wird, kann man immer daraus schließen, dass diese Therapie gut ist, aber doch noch Mängel hat. Das, was im Moment am Horizont als nächstes als therapeutische Möglichkeit erscheinen wird, ist eine Therapie vektorbasiert, also mit einem Virus als Transportvehikel, das den wesentlichen Teil dieses Gens in den Organismus bringen kann. Hier sind wir aber erst am Beginn von internationalen Phase-3-Studien, aber wenn die Phase-3-Studien abgeschlossen sind, dann geht es meistens sehr schnell, dass auch eine öffentliche Zulassung erfolgt. Lieber Dr. Bernhard, vielen Dank und alles Gute. Sehr gern. Auf Wiedersehen. Auch wenn der Weg noch steinig ist, es sind unterm Strich doch gute Nachrichten, dass es Fortschritte gibt und dass etwas getan werden kann, um ein Leben mit Muskeldystrophie Duchenne zu erleichtern. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, bitte denken Sie an ein Gefällt mir oder ein Kanalabonnement, wenn Ihnen Musculus gefällt und Sie unsere Idee verbreiten möchten. Sie können auch gerne Anregungen oder Kritik anbringen unten im Kommentarbereich. Danke, dass Sie mit dabei waren. Bleiben Sie gesund und denken Sie dran, Wissen hilft.